Hallo! Wir waren richtig, wir waren voll klug, weil ja. The Last Round, scheiße, wie hieß es? Last Round, ja. Ist gegenüber ein Lagerhaus und da müssen wir hin. So, viel Stress. Aber nicht das hier, ne? Nee, ich würde da sein. Ja, Lagerhaus. Hoffentlich. Und jetzt ist es doch alles falsch. Wahrscheinlich. Die benutzen wir gerade. Okay. Er weiß. Ah, okay. Ja, aber waren wir da nicht auch schon mal? Ich habe das Gefühl, wir besichtigen gerade einfach nur Orte, in denen wir schon mal waren. Doch, lauter geht's nicht. Was? Flüstert die ganze Zeit und dann... Oh, da ist die Leiche. Juhu. Da ist eine Karte daneben. Wir brauchen diese Karte. Und was mit ihm? Geh mal ins verlassene Krankenhaus. Ja. Wir sind gerade erst reingekommen. Was haben wir denn da gesehen? Tore him up, right in two, ripped him apart like a ragdoll. These two guys, the dead guy and another, when they showed up, I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners or cops come to clean the place out. Ja, erinnert mich an Bill. The dead fella called him Muddy. Oh Gott. They was waiting on someone. They were going to do something. Also Muddy ist jetzt auch tot. But the person they was meeting, well, he was late. So the one guy leaves, you find the phone and call him, and the dead guy stayed. Well, that's when the killer, that's when he showed up. One second he wasn't there, and then he was. Like out of the shadows he come up, scared the shit out of the dead guy. I'd like to scream, but I couldn't breathe. Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The dead guy went white like he'd seen the devil. And then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Oh, I couldn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. The killer made sure the dead guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow and made the guy scream. Oh. No, he never come back. Okay. Aber wir konnten ihn gar nicht davon überzeugen, nichts zu erzählen. Ne? Nee. Nicht, dass das nachher... Wir hatten gar keine Überzeugungsoption. Oh, Feuer, Obacht. Oh, ich bin da voll. Uiui. Warum konnte ich ihn da nicht durch? Oh, sogar noch ein Autoradio. Hä, das habe ich automatisch eingesammelt. Echt? Das ist weg einfach. Okay. Nun gut. Lucky Star. Ist Lucky Star hier oder ist das in Hollywood? Ich verwechsel dich nicht. Ich glaube, das war in Hollywood. Zumindest habe ich hier lange kein Zeichen mehr gesehen mit einem Stern. Ja. Oder war das. Nee, hatte das nicht ein Kleeblatt? War das nicht das Grüne? Ach, echt? Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Also wir können ja kurz auf den Busplan gucken und dann das Taxi nehmen. Mhm. Ich glaube nämlich auch, dass das in Hollywood war. Ja, das war da in der Nähe, wo wir von der Telefontussi angelabert wurden. Genau. Wo ist hier noch ein Taxi? Ja, du musst da jetzt die Straße runter. Hüpf, ich habe das Gefühl, dass mit Hüpfen das irgendwie schneller geht. Ist vielleicht auch nur so. Manchmal. Guck mal, Voldemort. Ja, ich habe auch vorhin gedacht, warum ich an Baummenschen gedacht habe. Ist nämlich, weil ich ja die ersten zwei Folgen von Dr. Who geguckt habe und da ja auch diese Baumolle ist. Sehr schön. Wir wollen ins Lucky Star. Eben der Taxifahrer noch? Ja, er hat mich ja schon zweimal gefahren, nachdem ich ihn angerufen habe. Need a ride. Oh, Mann. Hollywood. Hollywood. You must go to Hollywood. 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 Singst du mit? Holly. Ja. Wir nehmen doch heute 6 Stunden Vampire the Masquerade. Ja, so lange bis der Povid. Ja. Da stand eine Lampe unterm Monitor. Also ihr merkt ja immer, dass viele Leute immer nach da oben gucken. Das ist der Vorschau-Monitor, wo wir sehen können, ob wir schon Bild im Bild sind oder nicht. Und da stand eine Lampe drunter und dann ist der Monitor geschmolzen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde von Dali. Willst du es zeigen? Ja, zeig mal bitte. Aber ist, glaube ich, unscharf, ne? Es schmilzt. So hieß es Lucky Star. Machst du uns eine Suppe?
Ja. Cool. Oh. Macht er nicht. Das hat er nur so gesagt. Ich hasse ihn dafür. Lucky Star. Das ist nämlich hier, Mister. Ich schreibe Drehbuch. Sollten wir noch hier? Was sollten wir hier die machen? Muss mal die Keycard angucken, für welches Zimmer das ist. Dann kriegen wir die Tür bestimmt auf. Wo ist diese Keycard? Oh, ne, wir hatten noch eine. Doch, es war doch irgendwas mit Lucky Star. Mhm. Sind es da Streichhölzer? Wem ging es denn? Was? Computers für Grandma? What? Hä? Die doch eingesammelt. Ist vielleicht so eine Keycard, wo ich dann einfach nur auf den Knopf drücke, ja, dann ja. Macht es automatisch auf. Ja, okay, dann gehen wir es halt gut durch. Genau. Mir auch recht. Wo gehst du denn noch hoch? Da. Ach, da. Alle so, Türen ich fange mal hier an der Seite an. Wo keine Tür ist. Oh, oh, gleich richtig. Work is done. Was? Wo ist der Typ hin? Echt mal, was soll das? Bring. War das jetzt Zufall? Ne? Was hab ich jetzt aufgehoben? Weiß ich auch nicht, ich bin so verwirrt. Oh Mann. Kannst du gucken, wegen Brothers. Der... Da war doch gerade. Ach, da ist der lang. Okay. Es sah aus, als wenn. Na egal. Okay. Oh, guck mal. Ist gar nicht so schlecht. Die Aussicht. Ich will nochmal da die Aussicht. Das bringt nur leider auch recht wenig, wenn man so eine Aussicht davon vom Klohaus hat. Da hast du runtergesprungen. Hm. Na dann, GG. Vor allen Dingen um alle Knochen gebrochen. Das wollte ich gar nicht. Ja, den Schauplatz, das jetzt mal aus. Wie sieht gerade? Frommen Brüder von Brothers Salvage in Santa Monica. Okay, also gehen wir zurück nach Santa Monica. Ja. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir machen alle Quests, die wir am Anfang übersehen haben, machen wir jetzt. Aber dafür sind wir dann vielleicht sogar noch stark genug für unseren Steinaffen. Ja, den dürfen wir nur auf keinen Fall vergessen, weil ich habe den tatsächlich verdrängt. Ja, ich habe den auch nicht mehr. Ne? Vor allem weiß ich nicht mal mehr, wo der war. Ich glaube, gegenüber direkt von dem Juwelier war das. Das war so ein zugehämmertes Ding. Und dann ist der so, hallo, ich bin ein Steinaffe. Hops. Ich töte dich. Ungefähr so. Hab ihn. Santa, Monica und irgendwas mit Brüdern. Brother Savage, blabla. Wie kann man die finden? Oh, ich trage einfach mein Leben lang nur noch Hausschuhe. Ich habe auch schon ganz oft überlegt, ob ich einfach nur noch in bequemen Klamotten herkomme. Also wirklich alles viel zu groß und viel zu weich. Das ist sehr schön. So, doch, da, bei 3. Bei 3? Oh ja, Tatsache. Okay. Da. Ach, ein Autoladen. Huch, okay. Ach, die Vorstellung, wie du einfach so mit dem Gesicht so. Hallo. Ich bin hier. Speicher mal, ne? Ja, oh, stimmt. Hier, Brothers Dingsy Booms. Caps Lock. Und los. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ladezeit. Oh. Fancy Move. What? Hast du gesehen? Seine Geste. Nett. Hacken wir mal. Nicht hacken. Oh, oh der Computer ist nur Klappe. Okay, also okay. Was? Mann. Was war das denn jetzt? 500 Sheets. Sein Ernst, dass er jetzt einfach seinen kleinen Schwurbi-Trick gemacht hat? Oh nein, nicht den Hund. Nicht die Hunde kaputt. Was ist das denn? Ein Horn? Alter, der wirft mit Autos. Ich hab mich echt erschrocken, so ein bisschen. Sind die lieb, wenn ich die rausmache? Ich lach, mach sie nicht, lass sie nicht raus.
Ich wurde schon mit meinem Auto beworfen. Ja. Also, ich bin total erschrocken. Alter, er hat mit Autos geworfen. Was geht denn mit ihm? Oh, da oben. Oh, er tritt sie einfach weg. Dann kommt er nicht hoch. Kannst du auf die... Oh, nee. Auf die Kanister da und dann... Den Weg versperrt der Lumpi. Oh Gott, nein. Super glitschig. Gab's da vorne nicht mehr rechts hier diese... Und hier so rüber? Dramatischer Sprung. Kann man ja auch nicht schieben oder nehmen, ne? Nee. Ja, doch nehmen kann ich sie. Ja? Oh, cool. Am besten denn hier hin? Ja. Oh, werf mal noch nicht mit weiter mit Autos, bitte. Er ist ja auch schon irgendwo anders hingerannt. Ui. Das Geräusch ist irgendwie falsch. Ja, das ist Metall auf Metall, ne? Ich glaube, hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, ich glaube auch. Shit. Vielleicht muss man da unten so... Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe eine Brille an. Ich wollte die gerade zurechtdrücken. Hier ist den typischen Griff. Ne? Ja, aber dann kommen wir doch da nicht lang. Das Auto kannst du ja nicht... Oder muss man... Ah, so. Nun gut. Upp. Ja, genau. Bin ich halt tot gleich. Mann, wenn der mit Autos schmeißt, das ist mega kacke. Das ist nicht fair. Also komm. Warum? Er macht diesen Move hier. Warum? Ja, was soll das? Ich brauche auch ein bisschen energetischen... Nichts zum Verstecken. Helfen mir die Hunde? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, in diesem Spiel hilft dir niemand. Jetzt sehen wir ihn nochmal. Stimmt. Ein fancy Move. Ich möchte ganz gerne, dass er so ein Tänzchen macht. Mit mehreren zusammen. Pluck! Ich will die trotzdem einmal rauslassen. Du bist ja verrückt. Ist abgeschlossen. Vielleicht creepy aus. Nun ja, Taktik. Guck mal, die mal haben zu. Shit. Ach, kacke, jetzt hab ich's verpasst. Einfach. Hat einfach ein Auto geworfen? Ja, was ist das? Warum bin ich sofort? Okay, wie ist die Taktik dafür? Ja, wir können ja gar nicht. Tada! Hab ich ihn getroffen? Ja, aber es hat nichts abgezogen. Ich speichere jetzt hier nochmal, was ist mir zu doof. Obwohl der Move halt nicht. Wie heißt der Dark? Der heißt doch nicht so. Nee, der heißt auch nicht. Wie heißt der denn? Mystic Angel? Nee, Mystic... Nee. Ihr wisst aber, wen ich meine, Kinder. Ich weiß auch, wen du meinst, aber ich war der Meinung... Wowie. Ja, ach so. Hin nach oben beamen, oder was? Wer bist du denn? Pass auf, dass der macht da vorne dann Feuer. Ne? Da gleich. Wenn er da oben ist, macht er Feuer. Der eben verreckt. Da steht gleich oben und schmeißt so Feuer runter. Da. In dem Bereich. Da steht er jetzt und dann wirft er da gleich so ein Feuer runter. Weißt du was? Stille. Oh, Scheiße. Komm. Fick dich doch! Das irgendeine unsichtbare Mauer ist genau das gleiche wie mit dem. Du kannst nicht hochspringen. Pass auf, oh Gott. Dabei hat es gerade schon gemacht, ne? Ja. Oh.
Sag Bescheid, wenn er irgendwo oben auftaucht. Ja, ich guck schon. Da rechts ist er. Warum habe ich ihn so ausgewählt? What the fuck? Ich kann halt nichts machen. No! Back off, Vampire! Stay the fuck back! Ja, außer mich angezündet und mich ein paar Mal im Auto zerquetscht. My work is done. I don't want to, but I'll fight you to the death. Ach, Kinders. Wahllos Obdachlose töten. What the hell do you care? I don't give a damn if you understand. Why? So you can pass judgment on me? So you can decide if those murderers deserve to be gutted? You'll never know how it feels, never! My children were butchered by small-time criminals, just looking to rob a house, steal a car, take whatever. No sense to any of it. No plan, no ransom. Just kill them because why? Flackernheit macht mich wahnsinnig. Because they were there, in the way. Die kaputte Lampe da hinten, können wir die reparieren? Hello. Not one of them paid. My whole family dead, my life gone. I'm supposed to let that happen. I tracked them down, hunted them. One by one, caught them all. The one you saw in Hollywood, he was the last of them. Okay, und jetzt? Die krallen für immer an den Nagel. Diese Revenge, justice, whatever you want to call it. All I thought about is taking naja, these evil animals, ja, ripping them to shreds and licking their blood from my claws. Leid. I don't know. Butchering those bastards was the first time I felt anything since my family was torn from me. Ich mache weiter. I'm sure there are others out there whose crimes have gone unpunished. At least I put it to use. How many vampires have used their abilities for a just cause? At least I did something. Irgendwas mit Kontrolle, irgendwas mit Tier. was soll ich nehmen? Eins oder zwei? Ich würde vielleicht. Weiß ich nicht. Wir sind ja auch Gangrel, ne? Ja, eben. Vielleicht machen wir das erste einfach. I'm supposed to owe allegiance to some vampire clan I know nothing about just because I was attacked? I was left for dead. Providence made me what I am. I'm doing what I was meant to do. Opferrolle. I can't turn my back on the evil in this world. Ja, es sieht so aus, als wenn wir eh gegen ihn kämpfen müssen. Also insofern ist das egal. You'll never take me alive, wir müssen eh gegen jeden immer kämpfen. No one will take me again. No one. Either we go our separate ways here, or one of us dies. Ja. What? Ach so, okay. So, ich dachte gerade, es ist friedlich auseinandergegangen, weil es so hell war. Aber der hat hier dieselben Moves wie hier, ne? Ja. Ja. Beide auch so. Aber dafür, dass es dann so eine der ersten Quests war, scheint er doch ordentlich was drauf zu machen, ne? Da kommt mir das gerade so vor. Also der verliert so recht wenig Energie. Da habe ich ihn an der Wand, aber das bringt nichts. Nee, der schlägt halt zurück. Aber ich will nicht alles nochmal labern. Na, no, vor allen Dingen durch den ganzen Dings. Oder ist dann dazwischen drin geschlagen? Ah, so ein kleiner Schnibbel! Ja, aber das klappt ganz gut mit diesen Ausweichen-Pattern. Also. Ja, gut. Ja, weil das Ding ist, weil er ja die gleichen Moves drauf hat. Ne? Ja, aber jetzt wissen wir wenigstens, dass wir ihn nicht überreden können, sondern
Aber ich meine, wenn wir jetzt Gestaltwandel auch auf komplett haben, sehen wir dann auch so aus? Schön. Sind wir ein lustiges Tierchen. Das wäre so schön, wird man da mal speichern. Och, Manu. Oh, fuck, jetzt ernsthaft von komplett? Aber wir haben so schön Menschlichkeit gewonnen. Ja, und jetzt bin ich schon... Wir haben so schön Menschlichkeit. Ich habe wenigstens eine Stelle gefunden, wo wir weitermachen können wegen... What the fuck? So, dann machen wir weiter, ne? Cool, cool, cool. Okay, hier gehen wir durch. Hallo. Und jetzt schnell Auto weg. Knapp. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich so tun soll. Dass ich das nicht kenne. Ah! Der fällt immer anders. Ja, das ist wahr. Vor allen Dingen, ich stelle mir gerade vor, wie er da so lang läuft und einfach so. Ja. Achtung. Ja, okay. Die Feuerstelle. Kommt jetzt. No. Dort. Nicht kaputt. Okay. Und jetzt müssen wir nochmal labern, aber am besten speichern wir hier. Der beste Name. Sehr schön. Und ich gehe, das ist nämlich ein Trick jetzt, damit ich die... Naja, okay, eigentlich macht's nicht. Okay, Sinn. Ich glaube, es geht auch so. No! Back off, Vampire! So, eigentlich die ganze Zeit ein... My work is done. I don't want to, ja, das ist okay. Du kannst jetzt die ganze Zeit durchgehend immer eins drücken, weil dann kommt eigentlich immer nur das Gute. What the hell? Why? My fam. No. I tracked them. Revenge. I don't know. At least I. I can't. Jetzt ist egal. Jetzt ist egal. Wir haben die Menschlichkeit. Jetzt ist egal. Oh, mach sie jetzt. Hast du Seelendingsbums auch? Mhm. Okay, cool. Ich bin zu spät wieder. Pfeifenscheiß. Oh Mann, dieser dritte Kick. Das müsste vor dem Kampf, habe ich ja nochmal, ne? Ja. Ist der da? Ich glaube ja. Oh. Oh, scheiße, Mann. Ja, oh shit, jetzt geht alles schief. Wobei. Ist halt dumm, ich treffe den zweiten nicht. Seine Umarmung entwichen. Oh Mann. Das ist so frustrierend. Ja, sehr gut. Das war gut. Das war der beste Anfang. Ja. Ich muss halt irgendwie das Ding hinkriegen, dass ich immer den... Jetzt. Ja! Aber jetzt mache ich den dritten. Ja, genau. doch, gut. Zweiten. Und jetzt hau ich ihn nochmal. Ja, gut. Den ersten. Ah, der war egal. Ja, gut. Ja! Ja, was? Wo hab ich das? Ja, Gott, nochmal. Oh Gott. Das war ja auch noch... Ey, das... So. Oh.
Auftrag erfüllt. Oh mein Gott. Das war knapp. Wir haben übrigens wieder 15 Punkte. Oh, cool. Vielleicht sollten wir es einfach nur noch in Stärke und Charisma. Und ja, ne? So, damit fahren wir gerade ziemlich gut. Das ist voll auf Klo. Oh Gott, so, ey. Hier haben wir keine Quests mehr. Hier haben wir Pisha und den Sarkophag, der irgendwie kacke ist. Aber in Hollywood ist uns aufgefallen, das ist Café wissen wir gar nicht, wo das ist. Nee, und eben. Hier aber den Autor, der in dem Lucky Star. Da kam ja. Und überreden den Typen, vielleicht können wir auch noch Punkte einsetzen. Ja. Gut, wir machen nochmal Werbung. Währenddessen gehen wir zum Lucky Star und versuchen nochmal die Adresse rauszufinden von, nee Quatsch, den Namen rauszufinden von unserem Dödel. Wegen den Drehbuchautoren und genau. Dem Schnetzel-Videos. Meine Güte. Bis gleich. Oh, war das auch.